Dirk Braun, der zweifache Europameister der Stihl Timber Sport Series, ist zu Gast in der Produktion bei Stihl in Waiblingen. Er wird heute die Herstellung seiner Wettkampfsäge MS 660 verfolgen. Sie kommt in der Disziplin Stocksaw zum Einsatz. Dirk Braun beobachtet interessiert die ersten Herstellungsschritte. Zunächst entsteht die Führungsschiene. Sie ist später im Zusammenspiel mit der Sägekette verantwortlich für den exakten Schnitt der Stocksaw. Die Facharbeiter geben Dirk Braun Auskunft über den genauen Ablauf der Herstellung. Als erstes wird die Schiene auf die richtige Länge gebracht. Die Produktion ist hochtechnisiert. Der Schienenrohling durchläuft hier den Härteofen. Nur so kann er den Belastungen bei der Forstarbeit und im Wettkampf optimal standhalten. Mit einem hochflexiblen Speziallaser wird die Schiene nun in ihre exakte Form gebracht. Er macht extrem glatte Schnitte. Das ist wichtig, weil später die Sägekette auf der Schnittfläche läuft. Anschließend wird die Führungsschiene entgratet. Die Schiene ist jetzt fertig und in der Lackiererei angekommen. Europameister Dirk Braun verfolgt gespannt, wie die spezielle Serie bedruckt wird. Anschließend ist das die Edition zur Weltmeisterschaft 2010 in St. Johann in Tirol. Der Aufdruck passt. Dirk Braun und ein Stihl-Mitarbeiter prüfen, ob die Schiene den hohen Belastungen standhält. Auf dem Prüfstand wirken dabei Kräfte mit dem Gewicht eines Kleinwagens auf die Schiene ein. Trotz des enormen Drucks muss sie wieder in ihren Ursprungszustand zurück und darf sich nicht dauerhaft verformen. Dirk Braun ist auf dem Weg in die Montagehalle. Hier wird das Herzstück der MS 660 zusammengesetzt, der Motor. Die Kurbelwelle wird in den aus Magnesium-Druckguss gefertigten Motorblock eingesetzt. Das Material hält besonders hohen Belastungen stand. Dirk Braun ist neugierig, wie die weiteren Teile in der Produktion der Stihl MS 660 verbaut werden. Im nächsten Schritt, der Kolben und der Zylinder werden montiert. Wenn du den jetzt so reinschiebst, dann fällt der unten raus. Ja, genau. Es erfordert eine Menge Know-how, Erfahrung und Fingerspitzengefühl, um die Sägen zu montieren. Spezielle, oftmals eigens von Stihl hergestellte Werkzeuge und Vorrichtungen erleichtern diese Arbeit und gewährleisten die fehlerfreie Montage. Ich bin der Marco. Ich bin der Dirk, hallo. Hallo. Was hast du hier Gutes? Einstellboxen. Ja. Wir haben auf alles geprüft. Okay. Und wie viel PS hat deine Säge jetzt? 7,1 PS. Hubraum? 92. Die Säge ist fertig. Im nächsten Schritt wird die MS 660 in der Einstellbox auf Herz und Nieren geprüft. Reinstellen. So eine coole Sache. Genau. Nach der Maschine jetzt hier? Also jetzt wird sie ja also geprüft. Bremse. Ja. Auch die Stella eingestellt, die CO-Werte. Also die Kettenbremse wird auch getestet. Genau, ob die funktioniert. Dirk Braun ist auf dem Weg ins Stihlforschungs- und Entwicklungszentrum. Er will genau wissen, wie seine Säge, die ihn weder im Wettkampf noch bei der Arbeit im Wald im Stich lässt, entwickelt wurde. Rund 400 Fachkräfte, meist Ingenieure, arbeiten hier und entwickeln die Stihlprodukte der Zukunft. Wir im Entwicklungszentrum der Firma Stihl entwickeln alle neuen Sägen und Geräte, die Stihl auf den Markt bringt.
Wir versprechen uns davon, das optimale Produkt für unsere Kunden anzubieten und auch neue Technologien gleich hier vor Ort entwickeln zu können. Im Gegensatz zu unseren Wettbewerbern entwickeln wir zum Beispiel auch unsere Motorenöle und Kraftstoffe selber. Und weil wir das alles hier vor Ort tun, können wir die auch gleich in unseren Motoren ausprobieren und können so sicher gehen, dass auch vor Ort beim Kunden alles funktioniert. Dirk Brauns Säge ist nun auf dem Prüfstand. Dabei werden unter anderem Leistung, Drehmoment, Abgas und Verbrauch gemessen. Quasi hier, der Schrittmotor, okay. Ja. Der wird von draußen gesteuert auf der Stellung Stände. Und da kann man auch mal Leistungskurve fahren. Jede Wettkampfsäge geht hier über den Prüfstand. Jede Säge wird hier kontrolliert, okay, und optimal eingestellt. Dirk Braun lässt es sich nicht nehmen, seine brandneue Säge selbst zu testen. Stihl-Motorsägen stehen für einen unvergleichbaren Sound. Der wird nun im Schallmessraum geprüft. Hier wird auch gemessen, ob die gesetzlichen Schallgrenzwerte eingehalten werden. Dirk Braun und der Stihltechniker sind zufrieden. Mit der brandneuen Säge in der Hand schreitet Dirk Braun zur Tat. Nun muss sie sich unter Wettkampfbedingungen beweisen. Es hat mich sehr beeindruckt, das tolle Arbeitsklima, was hier herrscht, die hohe Qualität, die hinter so einer Motorsäge steckt und natürlich auch die Entwicklung, die ich selber immer auch gesehen habe, was wirklich in die Produktion reingeht, was selbst entwickelt wird, was für Materialien getestet werden, wie sie getestet werden. Also sehr beeindruckend gewesen und hat mich sehr erstaunt. Zuverlässigkeit, Leistung und Qualität ist Dirk Braun nicht nur für den Wettkampf wichtig, sondern auch in seinem Beruf als Forstwirt. Jeder Schnitt mit der neuen Wettkampfsäge sitzt perfekt. Vielen Dank, liebe Kollegen, dass ihr uns so tolle Sägen herstellt. Ich konnte mich davon überzeugen in diesem Werk, wie hochqualitativ die Sägen sind und wie viel Mühe sich gegeben wird, um uns auf dem Wettkampf wirklich eine wettkampftaugliche Säge zu stellen, die für alle Athleten gleich sind. Vielen Dank und ich hoffe, ihr macht weiterhin so tolle Arbeit.